heute Krautnudeln. Spitzkohl, Penne, Blue Bavaria, roher Schinken. Und fröhliches Zwiebeln. Paprika. Den Strunk vom halben Kraut entfernen und in Zentimeterbreite Streifen schneiden. Knoblauch schälen und stifteln. Paprika in Streifen schneiden. Kerner entfernen und ebenfalls in Zentimeter große Stücke schneiden. Frühlingszwiebellauch. Das erste abschneiden, weil das trocken ist. Dann möglichst schön schräg und schöne kleine Ringe machen. Den Blue Bavaria schneidet man in Scheiben. Knoblauch ins heiße Wasser und anschließend die Penne dazugeben. Die Nudeln 10 Minuten kochen lassen. Wenn Zeit ist, muss sein, etwas Pflanzenfett in die Pfanne. Die Penne mit Himalaya-Salz würzen. Das zerlaufene Fett auf der Pfanne gut verteilen. Den Spitzkohl in die heiße Pfanne geben. Mit Chiliflocken und Muskatnuss würzen. Kein Salz. Den Paprika oben drüber legen. Über die Nudeln reichlich Pizzagewürz streuen. Das Gemüse gut durchschwenken. Wie das duftet. Wenn das Kraut noch Biss hat, Herd ausstellen und den rohen Schinken dazugeben. Nochmal gut durchschwenken. Jetzt im Ring anrichten und die Nudeln drumherum legen. Zubereitungszeit insgesamt 20 bis 25 Minuten. Fertig. Und wehe, dort macht einer Ketchup dazu. Oh.